Hallihallö und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Creator Server Let's Play. So, mal gucken hier. Das sieht gut aus. Dann noch als Fenster. Achso, ja, fehlt ja natürlich nicht mehr. Muss mal kurz gucken hier. Creative. Ronix und dann. Das ist das Passwort. So, let's go. So, okay. Mittlerweile ein paar Wochen her. Von daher erstmal gucken, was wir haben. Wir haben diversen technischen Stuff bei uns in den Taschen. Genau, wir waren ja dabei, die Solarzellen zu bauen, ne? Haben wir die schon gebaut? Warte mal kurz. Ich bin... wie sieht man das von hier aus? Da sind drei. Ja, 3x3. Okay, also haben wir sie schon gebaut. Warum heute noch die ganzen Krempel bei mir in den Taschen? That's a fucking good question. So. Die Sache ist, da müssen wir mal gucken, ob wir hier alles ausgeräumt haben. Sieht aber soweit alles leer aus. Und dann müssen wir unseren ganzen Krempel nämlich erstmal wegräumen. So, damit wir mal wieder ein bisschen leere Taschen haben. Was war das gerade für ein Lag? Hallo, Server? Was los mit dir? Hier ist... Haare in den Augen. Hier ist gar nichts. Hi YouTube, Grüße gehen raus. So, kopiere einfach den Text. Mit ja, den Trick habe ich auch schon herausgefunden. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht mittlerweile. Das Problem ist nur, manchmal vergisst man es halt. ja. Ist natürlich super umständlich. Ich muss mal kurz gucken. Blätter. Nee, haben wir gar nichts. Auch Blätter. Haben wir auch gar nichts. Warum haben wir noch Blätter? Warum haben wir Öfen? Kein Mensch auf der Erde braucht Öfen. So. Brauchen wir auch nicht. Hier haben wir auch nichts. Hier haben wir das und das und das. 54, ne? Ja, 54, okay. Das kann hier auch rein. Ja, hier kann gar nichts rein. Nö. So, Mineralien. Hier kommt das meiste rein. Das, das. Ich würde mir auch gerne mal so eine automatische Anlage. Können wir eigentlich machen, ne? So eine Anlage bauen, wo man, wo automatisch so ein Zeug hier, also das hier in das umgewandelt wird. Vielleicht auch so mit Zwischenstufen, ne? Das wird ja natürlich komplizierter. Dass wenn man hier sowas reinschmeißt, automatisch ein bisschen hiervon rauskommt, ein bisschen hiervon rauskommt und dann vielleicht. Ja, das war's eigentlich. Mehr gibt's ja nicht. Also, da können wir für die Technik-Mod brauchen wir alle Stufen. Das heißt, wir brauchen ab und zu diese Dinger, wir brauchen ab und zu diese Dinger, also diesen Staub, und wir brauchen ab und zu diese Barren. Das heißt, es wäre schon günstig, wenn wir immer hier so, wenn wir hier so drei Blöcke haben zum Beispiel, dass wir zwei Blöcke in die Maschine schmeißen und in einen Block sowas rauskommt und ein Block Staub. Wobei brauchen wir gar nicht, weil beim Zerstauben, beim Schleifen, wird es ja verdoppelt. Das heißt, schon von einem Block bekommen wir einen Block hiervon und einen Block hiervon. Mal gucken, ob das geht, wie das geht, keine Ahnung. So, auf jeden Fall das rein, das rein, das rein, das rein, das rein, das rein. So. Kleber und so hatten wir auch hier drinnen, ne? Keine Ahnung, ich mach's einfach hier mit rein. Die kommen auf jeden Fall mit da rein. Und das ist Nahrung, die behalten wir mal. So, Geldscheine hatte ich bei mir in meinem Dings hier Bums hier drinnen, ne? Nö. Nö. Wo denn dann? Ach, hier. Okay. Lol. Ach ja, weil die ja nicht abgeschlossen sind, ne? Den kann man ja nicht abschließen hier. Da kann ja jeder ran, soweit ich weiß. Ha, welch wunderschönes Dach. Ja. Na gut, hier sieht es ein bisschen komisch aus, dass die so fliegt. Aber kann man leider nicht anders irgendwie bauen. Außer das ist dann von unten. Also wenn ich jetzt hier so eine Holzumrandung mache, sieht es wieder von unten scheiße aus. Ja, alles so perfekt geht leider nicht. Was soll's. So. Ich würde gerne... Oh.
Ich würde gerne tatsächlich mal ein bisschen rumwandern und zum Beispiel mal unsere neuen Spielzeuge ein bisschen ausprobieren. Die drei. Ja, da haben wir extra jetzt zwei Bohrer gemacht, dass wir da mal richtig durchpowern können. Die Frage ist, wo gehen wir da mal hin? In die Richtung waren wir schon relativ weit. In die Richtung auch. Ich würde aber trotzdem wahrscheinlich eher in die Richtung gehen, weil der Wasserweg doch wesentlich bequemer ist, als hier durch den Dschungel zu laufen. Das heißt, wir klauen uns mal ein Boot. Klauen uns mal ein bisschen Proviant. Wobei, wir haben ja hier so einen ganzen Stack von. Sollte reichen. Und dann klauen wir uns noch ein paar klassische Werkzeuge. Ja, diese Oldschool-Dinger, die keiner mehr braucht. Ja, wir sind schon Genius. Ein Schwert kann nicht schaden. Boah. Wassereimer kann auch nie schaden, wenn wir auf Lava treffen sollten. Ich will mal, nee, ich will ein bisschen mal in die Tiefe bauen und dann mal gucken, was da kommt. So. Und wir brauchen natürlich ein Boot. Boot müsste aber oben in der Holzkiste drin sein. Wenn wir eins haben. Wir haben bestimmt eins. Ja. Oh, wir haben sogar vier Stück. Lol. So. Stöcker nehmen wir sicherheitshalber ein paar mit. Ich überlege, ob wir Kohle mitnehmen sollten. So, 10 Stück oder so könnten nicht schaden. Da. Warum ist die Tür hier offen? So, nehmen wir mal hier 12 Stück mit. So, haben wir hier für den Fall der Fälle, dass wir keine Kohle finden, bevor es Nacht wird. Aber immer mal ein bisschen was. Ja, hier die Anlage. Ich habe immer noch keinen Plan, warum das nicht so funktioniert. Es ist alles perfekt richtig angeschlossen. Aber es funktioniert nicht. Unser Atomreaktor sollte mittlerweile endlich mal aus sein. Nee, ist immer noch an. War ja klar. Warum? Ich dachte, die hält eine Woche. Ich weiß, ja, er hält normalerweise eine aktive Woche. Das heißt, solange wie ein Spieler in der Nähe ist. Aber dadurch, dass das ja Mesekon, hier, diese Technics-Mod ist, müsste das Ding doch auch aktiv bleiben, wenn kein Spieler in der Nähe ist, oder nicht? War das nicht irgendwie so? Ah, ich habe keine Ahnung. Wie sieht es eigentlich bei uns aus mit Rüstung, by the way? Die sieht, oh, schon halb runter. Oh, ich meine, das sollte noch eine Weile reichen, aber da brauchen wir bald neue. Ich meine, gut, Ringbogen, oh, haben wir hier zum Glück. Eine ganze Menge, muss man auch sagen. Wobei ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Okay, also eine ganze Menge ist jetzt doch ein bisschen anders. Haben wir noch Blöcke? Ah ja, 40 Blöcke. Oh, okay. Sind wir also weit auf dem sicheren Bereich. Gut, wird gerade dunkel. Dann schmeißen wir es mal in die Kohle. Kohle, 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 Kohle. Geht nur nachts. Es ist noch nicht nachts. Was ne Scheiß. Okay. Verstehe schon. Verstehe schon. Dem Spiel ist es wohl noch nicht dunkel genug. Oh, was sind. Ach ja, siehst du, könnte ich auch mal zeigen, wenn es der Tag ist. Jetzt in der Nacht zeigen ist relativ blöd. Er hat nämlich ein bisschen was getan. Da hinten sieht man schon eine Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Der Server verfügt jetzt über ein funktionierendes Bahnnetz. Ja, da ist ein Player namens Toadis, Toadi. Der baut hier fleißig am gesamten Schienennetz. Und hat auch hier ein bisschen was umgebaut, dass das Ding hier auch am Streckennetz angebunden ist. Ja, jetzt haben wir hier so eine, ich weiß nicht, wie das heißt, aber so eine künstliche Trasse angelegt, wo es gleich lang gehen kann. Ah, richtig schon mit Steigung, Gefälle und eingearbeiteten Dingsabums da. Hier fahren auch schon Züge. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Genau, und dafür ist aber unser Gleis, was von uns kommt, ist erstmal abgetrennt. Das müssen wir dann erstmal hier neu verbinden. Genau. Aber hier ist jemand gestorben. Von Theo. Ja, Knochen nehme ich gerne mit. Geld nehme ich auch gerne mit. Fackeln, Sonnen kann ich schaden. Ja, die beiden können eigentlich. Ach komm, wir nehmen alles mit. Dann kriegen wir nämlich noch. Erstens ist dieser Block hier weg. Schon besser. Und sie bekommt zwei Knochen. Yay! So, gehen wir mal kurz ins Bett hier, damit es wieder Tag wird. Doink.
Ein von drei Spielern sind im Bett. Warum drei? Wir sind alles on. Ah ja, Sirkon ist ja auch on. Lol. Na gut, dann machen wir manuell. So, let's go. Wir haben gerade gepennt, also ist das wieder Tag. Völlig normale Logik. So. Mal gucken, ob wir den Zug jetzt gleich finden. Bin mal gespannt, wie dieser Zug hier funktioniert. Der müsste von da kommen. Soweit ich weiß. Schlimmer als Deutsche Bahn hier. Voll die Verspätung. Ich hoffe mal, der Zug ist nicht zu laut. Ich weiß nicht, wie laut der ist. Ich lasse mir gleich die Ohren platzen. Ich verstecke mich. Nee. Hallo? Warum ist da eine Sonnenblume? Warum ist da eine Sonnenblume? Oh, wobei die da sind ja richtig. Aber warum ist da eine Sonnenblume? Was ist denn da passiert? Lol. Ah, wow, Alter. Ja, die tauchen leider immer sehr spät erst auf, wenn sie schon fast da sind. So, Ronningsdorf. Leider haben diese Wagen hier relativ wenig Aussicht. Ich wünschte, weil es gäbe auch Züge, wo du vorne so eine große Windschutzscheibe hast, wo du einfach durchgucken kannst. Hier siehst du ja kaum was. Haben wir Fernglas dabei? Nee, ne? Nee. Aber nicht. Sonst könnte man mit dem Fernglas durchgucken. Ja, fahren wir in den Tunnel rein. Der wurde auch ein bisschen umgearbeitet. Ist der Zug gerade über ein rotes Signal gefahren? What the fuck? Oh, ich finde das so schön, wie diesen Duklot heller werden. Ist so geil. Es gibt immer Leute, die knallen so Tunnels immer mit so vielen Lichtern zu, dass man sowas gar nicht hat. Aber so mit diesen abwechselnden heller dunkel werden, wie es ja auch in echten Tunneln ist, finde ich schon geil. Ich meine, man muss es jetzt nicht so machen, dass es komplett dunkel wird an einer Stelle immer. Aber so, dass man schon merklich einen Unterschied hat, ist schon cool. So, jetzt sind wir hier direkt am Spawn. Warum man hier immer so automatisch ausstellt, ich habe keine Ahnung. Aber, ne, das ist ja Spawn, hier ist diese Stadt, nee, da ist die Stadt, hier ist von, da ist von Zürich das Haus oder so, nee, doch, hier ist das Dorf, genau. Hier ist die Stadt, die er gebaut hat. Und jetzt fahren wir quasi Richtung meines AKWs und meines Hotels. Oh, das Hören. Lol. Hoffentlich schmeißt mich der Zug nicht während der Fahrt raus. Weil der Zug macht nämlich Damage. Expresszug L2. Ach, guck mal, der hat richtig Linien. Lol. Ja, stimmt. Am Spawn ist eine Wendestelle. Das heißt, es scheint dann auch eine Linie zu geben, die dort wendet. Ja, schon geil, was man so mit den Advanced Trains Dingern alles machen kann. Man sieht auch hier, finde, hier wird ein Gleis zurück. Das heißt, es scheint dir mehrere Linien zu geben, weil unser Zug fährt dann später hier lang. Kann man schon schicke Sachen mitmachen. Nordstraße. Nice. Wobei Nordstraße ist falsch. Nordstraße ist ja die, wo wir gerade parallel gefahren sind. Das ist ja ein Abzweig von der Nordstraße. Na genau, da war mein Hotel und das AKW. Können wir hier auch mal kurz auf den Bahnhof gehen. Der Zug passiert hier so eine kleine Wende. Und hier kann man dann schön auf meinen Abzweig gehen und dann von dort aus zum AKW oder zum Hotel gehen. Ist schon sehr, sehr geil. Und der Zug fährt jetzt hier so eine kleine süße Wende. Tut, die Eisenbahn. Wer will mit zur Oma fahren? Wait, what? Wieso? What?
Wieso macht er die Tür nicht aufgemacht? Was, wie, wo, was, 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 wie, wo, was? Was ist denn jetzt hier los? Was, wie, wo? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, wie gesagt, hier haben wir so einen kleinen Abzweig, ne? Den kennen wir ja schon. Und eben, das ist hier nämlich dieser Hotelabzweig vom Northway. Weil der Northway ist der, der hinten lang führt, der parallel führt. Das ist der Northway. Also der Nordweg. Von daher ist die Bahnhofsbezeichnung eigentlich etwas falsch. Jetzt frage ich mich nur. Bahnhof Nordstraße, ja. Warum hat er hier nicht die Türen aufgemacht? Ist doch genau das gleiche Ding. Da ist ein schwarzes Ding mit Haltepunkt. Und hier ist ein schwarzes Ding mit Haltepunkt. So, welcher Zug bist du jetzt? Du bist L1. Das ist wahrscheinlich der, der nur zwischen dem Bahnhof und Spawn fährt, ne? Wenn ja, sitze ich mich jetzt gerade im falschen Zug. Na, mal schauen. Ja, leider kann man sich, während der Zug um eine Kurve fährt, nicht umgucken, weil die Rotation immer wieder zurückgesetzt wird. Nur während der Zug gerade fährt, kann man gucken. Ein bisschen irritiert am Anfang vielleicht, aber ist halt so. Stell dich mal vor, ein echter Zug würde so in die Neige gehen, Alter. Ja, das wäre ja krank. So, und der müsste jetzt wieder zurück Richtung Spawn fahren, richtig? Nee, fährt er nicht, der fährt auch. Okay, der fährt auch zu meinem Spawn, zu meinem Haus. Cool. Das heißt, L1, die einsteht dann einfach nur für die Nummer des Zuges selbst. Überlebt, das waren ja auf dem Ring, waren ja mehrere Züge, damit der halt diesen kleinen, also diesen kurzen Takt einhalten kann. Next Stop Wildnis. Ja, das ist hier wirklich ein Bahnhof einfach in der Wildnis. Aber von hier aus sieht man, glaube ich, schon mein Haus. Wenn die Bäume nicht da wären. Da irgendwo ist mein Haus. Ach, ich bin doch blöd, siehst du? Meine Panzerung sehe ich auch hier unten. Hätte ich wohl gar nicht nachgucken müssen. In mein Inventar. So, und jetzt geht's über eine kleine Brücke über den Fluss hier. Jetzt am. Da ist mein alter Bahnhof. Der ist mittlerweile auch nicht mehr angeschlossen. Der liegt auch nur noch brach da. Wer ist schon wieder ausgestiegen hier? Digga! What the. Wow. Okay. Ja, man sieht, Advanced Trains funktionieren nicht ganz perfekt. Aber gut genug, dass es Spaß macht. So, und aussteigen. Sehr geil. Jetzt sind wir wieder bei mir am Haus. Und wie gesagt, die Runde ist halt die große Runde. Wo er halt eine große Runde fährt, so lalala. Was? Jo, gut. Wir tun jetzt erstmal gucken. Wir haben. Ganz ehrlich, du kannst. Obwohl, haben wir hier sowas schon. Ja, komm, dann kommst du da rein. Du kommst auch da rein. Das Buch. Weg damit. Hölzerne Druckplatte, weg damit. Ja, Stecker und so ganze Geröll. Kann hier die Steckerkiste. Rein da. Eisenwerkzeuge, haben wir die noch gelagert? Nee, weil eben die brauchen wir echt nicht mehr. Das ist. Ah, ich meine, als Backup kann man die immer noch mal benutzen oder so. Weißt du was? Dann machen wir sie besten noch gleich mal in unsere Backup-Tasche. So ungefähr. Ansonsten Fackeln. Wo haben wir Fackeln? Ah, ne, müssen auch hier drin sein, ne? Ah, egal, können wir direkt mitnehmen. So, und Erde. Erde haben wir hier hinten. Müsste hier irgendwo sein. Genau. Perfekt. So, Knochen haben wir noch nirgendwo, ne? Oh. Haben wir irgendwo? Doch, da haben wir drei. Also genau, die Rohknochen. Wow, wir haben sogar ganz viele Knochen mittlerweile.
Lol. Sollte ich vielleicht mal unten in die Kiste packen mit dem ganzen Zeug, was wir für zum Anbauen und so benutzen, ne? Ah doch, ich habe mehr Blöcke. Dann mache ich die direkt dazu. Okay. Ne, weil die haben ja hier mit der Technics-Mod an sich erstmal nichts zu tun. Also von daher packe ich die mal lieber nach unten. Frage ist, packen wir sie hier hin? Weil die hier mit was für die Beete was zu tun haben? Oder packen wir sie doch lieber auf die andere Seite zu der Erde? Hier so hin. Ich pack das mir unten hin. Well, so. Okidoki. So. Da würde ich mal sagen, auf los geht's los. Let's go. Achso, halt. Weg mit dir. So. Wir fahren dorthin, wo das Gleis uns trägt. Nicht au. Let's go. Mal gucken, wo wir rauskommen. Wir müssten ja, glaube ich, irgendwann mal an den Strand kommen, soweit ich weiß. Wir haben jetzt schon Hunger. Ah, sieht ja gut aus. Alles gut. So. Okay, an der Insel ziehen wir direkt dran vorbei, aber auf der Insel, da ist alles so voller Bäume. Wie gesagt, da hinten müsste irgendwann Festland kommen, soweit ich weiß. Und da können wir mal gucken, ob das schon weit genug von heute weg ist, dass wir dort ein bisschen mal in die Boden graben können. Ich bin nämlich so ein bisschen auf der Suche oder hoffe, dass wir irgendwo relativ in der Nähe Uran haben. Das ist nämlich halt genau die Frage, die ich mir stelle. Denn Uran wäre halt schon harte geil. Andererseits merke ich gerade, jedes Mal mit dem Boot, ja, wobei es geht eigentlich von der Geschwindigkeit, ne? So langsam ist das Boot jetzt nicht gerade. Hey, wir können einfach durchfahren. Wurden die Sachen nicht immer abgebaut? Wenn wir durchgefahren sind? Oder war das bei meinem Klon? Oh, guck mal, hier ist eine kleine Insel. Die können wir auch nehmen. Ah, nee, komm, wir fahren lieber zum Festland hinten. Oh, guck mal, da hinten hat schon jemand gebaut. Scheint also kein unbekanntes Gebiet zu sein. Ja, guck mal hier, die Landzunge, die sieht doch perfekt aus. Da war schön viel Sand. Wenn wir hier erstmal eine große Mine bauen, stört es garantiert keinem. Ich weiß ja gar nicht, wie weit wir runter müssen. Uran war, glaube ich, so um die minus 300, ne? Irgendwie so minus 200 bis minus 400, kann das sein? Oder war es wirklich nur um die 300 oder so? Ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr. Egal. Aber wir nehmen auf jeden Fall hier erstmal so großes Feld. Ja, hier. Sieht doch gut aus. Jedenfalls schön mittig von allem. Jo, weiß nicht. Dann mal Blumen. Und wir können uns hier natürlich auch erstmal so eine temporäre Behausung bauen. Wäre vielleicht auch ganz geil, dass wir hier so ein kleines Strandhäuslein bauen. Wenn wir hier so eine Mine bauen. Wisst ihr, wie ich meine? Egal, wir wollen erstmal hier ein bisschen in die Tiefe. Wie kann man den nochmal umstellen? Wir brauchen ja Stufe 5. Nee. Ah, okay. So. 3x3 Blöcke. Let's go. Er sagt natürlich, wir bräuchten eigentlich 4x4 Blöcke. Das heißt, wir müssen dennoch hier mit dem Laser dann die letzte Reihe abbauen. Ungefähr so. Yeah, sehr geil. Wow. Whoops. Help me, brother, I'm stuck. Ah, das war super geil. Gut, zum Glück haben wir gerade ein bisschen Sand bekommen. Ich weiß gar nicht woher. Verdammt, wir hätten noch eine Schippe mitnehmen sollen, ne? Wir haben gar keine Schippe dabei. Ernsthaft jetzt?
Das war doch gerade gedacht von der Wissenschaft. Oh Mann. Oh Gott, wie will ich sterben? Das klappt so gar nicht, wie es geplant war. Dieser Laser ist echt zu unberechenbar. Weil man nicht sieht, wo er abbaut. Ne, hier sieht man diese Umrandung. Die siehst du aber hier nicht. Das ist echt kacke. So klappt's. Okay, ich muss also immer ein bisschen drüber stehen. Dann klappt's einigermaßen. So, und jetzt hier diesen Dreierbereich, den kann man jetzt einfach hier so. Ah, es funktioniert so geil, Alter. Woo! Oh. Ja, gut. So, und hier bist du die Feinheiten, können wir dann noch hier mit so einer. Mit unserer. Dings wegmachen. Ja, das ist schon sehr geil. Ja, gut, dass die Blöcke da alle nicht mitkommen, ist natürlich ein bisschen sehr. Fragwürdig. Aber. Oh, das ist schon geil, Alter. Das ist schon echt krass. Das ist schon echt krass. Ja, so, der Block geht bis dahin. Ah, so klappt's. Oh, und jetzt wieder. Am besten ein bisschen langsamer. Damit die Blöcke die Zeit haben, von uns aufgefangen zu werden. Wobei, bleiben trotzdem stecken. Ist das geil, Alter. Oh, Alter, wie schnell wir runterkommen. Das ist echt cool. Wobei mir jetzt gerade beim Überlegen so auffällt, warum eigentlich 4x4? Ich bin ja auch ein bisschen dumm, ne? Mein Gedanke war nämlich so ein bisschen, ja, wir könnten ja so 2x2 machen und dann so eine Steinumrandung. Aber die brauchen wir ja nur oben. Nicht die gesamte Länge runter. Lol. Ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, lol. Jetzt haben wir ja schon einen großen Tunnel. Ups. Das ist ein bisschen sehr groß. Ich meine, hat was, aber sehr realistisch ist das nicht gerade. So, jetzt brauchen wir erstmal ein paar Leitern. Leitern machen wir so und dann so und dann so. Da haben wir zumindest schon mal ein paar Leitern. So 70 Stück. Sieht doch gut aus. Die Frage ist, wo ist jetzt unser Haus? Spielt das überhaupt eine Rolle? Wir machen erstmal hier. Oh, Kohle. Ich sag mal, haben wir eigentlich so viel Mineralien? Ja gut, wir haben ein bisschen Kohle. Haben wir überhaupt was bekommen? Wir haben einmal Silberklumpen bekommen. Ja, die Ausbeute hier ist natürlich, guck mal, da unten ist einmal Silber, ansonsten ist hier halt am O, hier oben ist halt gar nicht so. Naja, wir müssen noch wesentlich tiefer. Ist aber völlig klar. Deswegen freue ich mich ja so auf unsere Werkzeuge. Denn mit denen kann man halt so richtig schöne Sachen machen. So, hier bräuchten wir vielleicht, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ich glaube, dann reicht 3x3 also weiter nach unten vollkommen aus. Dann brauchen wir gar nicht diesen 4x4. Es ist, gut, dann müssen wir jetzt natürlich gucken, wie wir das denn designmäßig wieder zumachen. Erstmal bam, bam, bam. Wir hätten uns echt eine Schippe mitbringen sollen. Das ist unser Haus. Alter, selbst bis hier oben fliegen die Dinger. Die fliegen ja super weit. Die Blöcke. Ja, der Tunnel hier ist jetzt echt ein bisschen sehr groß geworden. Gut, das heißt dann, wir brauchen auf jeden Fall eine Schippe.
Ich baue mir mal schnell eine bisschen aus Stein. Ach, jetzt habe ich die anderen Hölzer natürlich weggepackt, ne? Verdammt. Verdammt. Also erstmal Holz schlagen. Andererseits, komm, wir gehen mal nochmal nach Hause. Und dann holen wir uns die, ein bisschen Regenbogenohr. Und dann mal überlegen, also warte mal kurz, wir machen erstmal Folgenpause an der Stelle. Also nächste Folge dann erstmal, ja, bisschen Regenbogenohr holen, gleich mal eine Schippe mitnehmen. Und dann bauen wir das Ding am besten mit 3x3 nach unten. Leider hatte das Ding keinen 2x2 Modus, wobei müsste ich gucken, vielleicht hat das Ding sogar 2x2 Modus. Ja, mal gucken. Bis dann.